künftige Fachkräfte zu sichern. Eine Investition in die Zukunft, die auf lange Sicht Früchte trägt. Das duale Ausbildungssystem, das Deutschland, Österreich und der Schweiz im internationalen Vergleich schlechte Bildungsnoten einbringt, weil hier weniger Schüler die Hochschulreife erlangen, ist andererseits ein Erfolgsmodell, weil es junge Menschen zielgerichtet für ihren Beruf ausbildet. Bonn. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat Anfragen aus der ganzen Welt zur beruflichen Ausbildung. Im Moment ist ein regelrechter Hype um das duale System erfahrbar und spürbar. Das hat etwas damit zu tun, dass Deutschland im europäischen, wie aber auch im Weltvergleich wirtschaftlich sehr gut dasteht. Aber das ist nicht alles. Wir sind auch weltweit unterwegs mit dem Thema Umsetzung der dualen, der betriebsnahen Ausbildung. Hier haben wir sowohl Nachfragen von Ländern, die sich als oder in Richtung Schwellenländer bewegen, wie beispielsweise Kolumbien. Wir haben aber auch Schwellenländer, die auf dem Wege sind, wirtschaftsstarke Faktoren in der Welt zu werden, wie beispielsweise Brasilien, wie Südafrika, wie China, die durch die ganze Welt reisen und fragen, was ist das beste Ausbildungssystem, und bei uns landen und fragen, wie macht ihr das eigentlich? Deborah Okana will Mechatronikerin werden. Sie gehört zu den Ersten, die nicht mehr nach spanischen Ausbildungsvorschriften lernen. SEAT in Barcelona bildet seit Herbst 2012 Dutzende von Jugendlichen nach deutschem Vorbild aus. Das gab es noch nie hier in Spanien, dass die Ausbildung in der Schule und im Unternehmen stattfindet und wir hier Theorie und Praxis zusammenlernen. Es ist viel besser als das, was ich vorher gelernt habe. Früher gab es in 3 Jahren Ausbildung nur 600 Stunden Praxis. Heute sind es 2400. Die verschulte Ausbildung hatte einen schlechten Ruf. Das ändert sich gerade. Viele meiner Freunde beneiden mich um diese Ausbildung und es gibt inzwischen auch einen sehr großen Andrang hier an unserer Berufsschule. Tennessee. Hier hat VW 1 Milliarde Dollar in eine neue Fabrik investiert und ein Ausbildungssystem nach deutschem Vorbild eingerichtet. Trotz Rekordarbeitslosigkeit gibt es auch in den USA kaum gut ausgebildete Facharbeiter. 2000 Arbeitsplätze entstanden in Chattanooga im jobarmen Süden. Sogar US-Präsident Obama lobte das deutsche Modell in seiner Rede zur Lage der Nation. Das duale Ausbildungssystem gilt seitdem als Vorbild für Amerika. Kopieren erwünscht. Auch andere deutsche Firmen wie Siemens oder Stihl exportieren die zweigleisige Berufsqualifizierung. Entscheidend für den Erfolg sind neben den Lehrlingen vor allem die Ausbilder, die ihr Wissen weitergeben. Wir stellen diese Ausbildung natürlich zur Verfügung für die Leute, die wir jetzt einstellen, für die Produktion, Instandhaltung als Spezialisten oder Management. Und wir haben auch für die Zukunft vorgesorgt, dass wir die Berufsausbildung nach dem Vorbild Europa und Deutschland hier etabliert haben. Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind ein echter Standortvorteil. Doch was nutzt es, wenn das duale Ausbildungssystem zum Exportschlager wird und im eigenen Land ein Mangel an Lehrlingen und Fachkräften herrscht? Unter Fachkräften versteht man nicht nur Ingenieure und Techniker in den sogenannten MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Gerade in den gewerblichen Berufen fehlen Meister, Gesellen und Auszubildende. Klappt das mit dem Auftrag? Wunderbar. Geht gut voran. Es ist noch nicht lange her, da fehlten die Lehrstellen. Heute mangelt es an Bewerbern. Jeder zweite Betrieb im Osten Deutschlands findet keine geeigneten Auszubildenden. Müssen sich die Unternehmen dauerhaft auf diesen Mangel einstellen? Oder ist es ausschließlich die anhaltend gute Konjunktur, die die Suche nach Mitarbeitern verschärft?
Vorsicht, noch wissen wir nicht, ob wir eine andauernde Situation haben. Die jungen Leute selbst spüren das, die Shell-Jugendstudien etwa, andere Untersuchungen haben immer wieder nachgewiesen, die jungen Leute sind vorsichtig, sie gehen immer noch auf Nummer sicher, aber im Inneren sind sie schon überzeugt, dass die demografische Entwicklung jetzt für sie sprechen wird. Weil sie so wenige sind, weil ihre Jahrgänge so schmal sind, rechnen sie sich echte Chancen aus. Sobald eine gute Konjunktur auf geburtenschwache Jahrgänge trifft, müssen die Unternehmen sich dauerhaft umstellen und ihre Erwartungen an den Nachwuchs herabschrauben. Denn in manchen Branchen haben die Chefs bei den Bewerbern wenig oder gar keine Auswahl mehr. Metzger, Bäcker, Köche, Fachkräfte im Gastgewerbe, die Stellen können sie derzeit nicht mehr besetzen. Und die Leute oder die Schüler, die kommen, haben oft zu wenig Interesse. Sie wollen einfach die Arbeit nicht machen. Kein Wunder. Die durchschnittlichen Einkünfte nach der Ausbildung stellen keinen großen Anreiz dar. Im Gastgewerbe wird die harte Arbeit besonders schlecht entlohnt. Doch auch Metzger und Bäcker verdienen in der Nahrungsmittelherstellung nicht üppig. Die reinen Kopfarbeiter verdienen auch in den nicht akademischen Berufen am meisten. Köln. Am Institut der deutschen Wirtschaft beobachten die Experten den Arbeitsmarkt sehr genau. Insgesamt dreht sich der Arbeitsmarkt. Wir sehen heute, dass die Mitarbeiter sich oder die künftigen Mitarbeiter sich bei den Unternehmen noch bewerben müssen. Das wird künftig ganz anders werden. Die Unternehmen werden um die gut qualifizierten Mitarbeiter kämpfen müssen. Es wird ein regelrechter Wettbewerb ausbrechen und die Unternehmen bewerben sich regelrecht bei den Mitarbeitern als attraktiver Arbeitgeber oder als interessanter Ausbildungsbetrieb. Das Handwerk hat ein Imageproblem. Und zwar nicht erst seit das Bildungsniveau eines Landes an der Zahl seiner Studienberechtigten oder Hochschulabsolventen gemessen wird. Handwerksberufe sind out. Nur das Image dieser Berufe ist bei jungen Leuten eben nicht so abzuholen. Das heißt, junge Leute entscheiden oftmals auch natürlich nach dem Mainstream. Und ein Beruf, wo IT-Qualifikation sehr stark im Vordergrund steht, hat bei Jugendlichen einen anderen Stellenwert wie ein grundständig handwerklicher Beruf. Obwohl, und das hat die Image-Kampagne auch versucht aufzudecken, wenn man mal in den Berufen mal genauer reinschaut, dann kann man auch sehen, wie viel IT auch in einem Bäckerberuf beispielsweise steckt oder einem Beruf in der Reinigungswirtschaft. Trotz freier Lehrstellen, es gibt noch immer die Jugendlichen, die keiner haben möchte. Natascha Witting hat sich an die 30 Mal beworben, doch sie teilte das Schicksal vieler Hauptschüler, Ausbildungsplatz, Fehlanzeige. Eine Chance erhielt sie bei dem Münchner Gastronomen Markus Frankel. Bei dieser Kaffeemühle, das wollte ich schon lange mal sagen, bei dieser Kaffeemühle, die mal. Er setzt bewusst auf weniger qualifizierte Mitarbeiter und investiert in ihre gezielte Förderung. Aber du siehst, dass es noch an ist, siehst du an diesem orangen Licht. Und bei Schichtende wäre es super, wenn du da ausschalten würdest. Ja, mich hat das, die Aufgabe hat mich natürlich gereizt. Ich war selber ein sehr schlechter Schüler, nicht gerade im besten Viertel in die Hauptschule gegangen. Und es heißt offiziell benachteiligte Jugendliche. Für mich sind es Jungs und Mädels, die einfach sehr schlecht in der Schule waren. Und ich habe da auch meine eigene Geschichte erlebt und bin heute auch, ja, in Anführungszeichen, erfolgreicher Unternehmer. Und ich glaube, wir finden hier ganz gut eine gemeinsame Sprache. Den täglichen Betrieb stemmen Natascha und die 11 anderen Jugendlichen unter der Aufsicht einer Fachkraft im Service und in der Küche ganz allein. Hoga ist ohne seine Eltern aus dem Irak geflohen und in Deutschland unter die Räder des Schulsystems gekommen. Kein Abschluss, keine berufliche Perspektive. Ich wollte unbedingt hier kommen, weil ich schwierig gehabt mit der Schule. Und weil ich wollte unbedingt hier kommen, weil mir Spaß macht und Schwierigkeit, also halt. Die Leute, also die Mitarbeiter sind nett mit mir sind und das macht mir halt Spaß. Super. Dann schreibe ich 1%. Ja. Im Restaurant am Röckelplatz lernt Hoger nicht nur kochen.
bezahlt, zählst du doch. Er erhält Nachhilfe im Schreiben und Lesen, damit er in der Berufsschule den Anschluss nicht verpasst. Das hier? Okay, nicht nur Hoga hat mit den Anforderungen zu kämpfen. Ausbilder kritisieren die mangelnde Ausbildungsreife ihrer Lehrlinge.